springt aus der Bubble immer eine Granate. Guten Tag, liebe Leute. Erstmal ein frohes neues Jahr 2018. Der Lightning Soul ist wieder da. Er hat endlich mal Zeit gefunden und aus besonderem Anlass, weil ich heute diese geniale Nachricht gelesen habe, muss ich mal wieder ein Video machen. Kritischer Fehler in Intel-Prozessoren. Update wird Millionen PCs langsamer machen. Jetzt denken wir sich erstmal, ja, das ist so eine 0815-Meldung, um ein paar Klicks zu generieren. Dann liest man allerdings ein bisschen weiter, dass sämtliche in den vergangenen 10 Jahren von Intel gefertigten Prozessoren einen gravierenden Fehler aufweisen, der Angreifern Tür und Tor öffnet. Ja, dann liest man noch ein bisschen weiter, Sicherheitslücke, wo die ganzen Passwörter und so weiter von irgendwelchen Tools ausgespäht werden, weil der interne Speicher von dem CPU wohl nicht richtig abgeschirmt ist. Das heißt, bei allen Intel-Prozessoren, die in den letzten 10 Jahren hergestellt und verkauft worden sind, muss diese Sicherheitslücke geschlossen werden. Und nein, die wird nicht per BIOS-Update oder sonstiges gefixt, sondern per Betriebssystem-Update. Das heißt, ihr müsst dann nächste Woche einen Patch runterladen für Windows und für Linux. Gibt's den dann wohl. Für Mac OS ist noch nichts angekündigt. Und der Witz dabei ist, dass dann dieser Prozessor Einbußen im Bereich von 5 bis 30% haben wird. Weil diese Abschirmung dann über das Betriebssystem stattfindet und mehrere Rechenalgorithmen da irgendwas noch machen müssen. Genaue Details sind nicht bekannt. Ist logisch, dass sie nicht bekannt gegeben werden, sonst würden wahrscheinlich die Hacker heute komplett durchdrehen und diese Sicherheitslücke ausnutzen. Was mich daran echt schockiert, ist, dass man eigentlich viel Geld für einen CPU bezahlt hat, der jetzt nächste Woche einfach mal bis zu 30% langsamer wird, wo man sich eigentlich das Geld hätte sparen können. Und gerade diese 30% sind die Prozent, die am meisten Geld kosten. Ja? Wenn ich mir einen Intel-CPU für 1000 Euro kaufe, ist der ungefähr, sagen wir mal, 20% schneller als einer für 300. Der ist wiederum 20% schneller als einer für 100. Und im Prinzip hätte man sich das ganze Geld sparen können, wenn ich jetzt nächste Woche mit einem Betriebssystem-Update einfach diese Prozent verliere. Das Traurige ist außerdem, dass Intel Weltmarktführer ist und die meisten wohl Intel-Prozessoren in ihren Rechner haben. Ich habe mehrere Intel-Rechner, den Laptop von der Arbeit zum Beispiel, aber auch meinen privaten Gaming-PC mit einem Core i7-4790K. Den habe ich vor knapp 4 Jahren habe ich den gekauft. Damals hat der CPU ungefähr 350 Euro gekostet, jetzt verliere ich 30%. Jetzt schauen wir erstmal uns die... Nein, das, da wollte ich nicht hin. Das wollte ich machen. Genau, hier sind wir bei der chip.de CPU Benchmark Übersicht. Und da sieht man auch schon, ja, 100 CPU Leistung, 372 Euro. Und dann kann ich nach unten gehen und bis 70 runter. Oder von 70, ich habe jetzt zum Beispiel 4790K, der hat 72,2, ja, da wollte ich hin. Rang 8. Der meiner ist zwar älter, der wird sicher nicht Rang 8 sein, aber zum Vergleich kann man das mal nehmen. So, jetzt ziehen wir mal hier von 30% ab. Das sind ungefähr 21, das heißt, wir kommen bei 50 raus. Der kostet jetzt 389 Euro. Jetzt gehen wir mal hier runter. 50. 50,5. Ein AMD FX 8320 für 92,99 Euro. Das heißt, ich könnte mir einfach 300 Euro sparen, könnte einen AMD nehmen und hätte dieselbe Leistung wie zuvor mit einem Intel, wenn ich dieses Sicherheitsupdate meines Betriebssystems dann verwenden will. Das hat mich jetzt derart schockiert, dass ich in nächster Zeit sehr wahrscheinlich keine Intel mehr kaufen werde, weil das ist ja einfach Blödsinn. Ja? Ich zahle 400 Euro für einen CPU, der ist dann nicht sicher, da kann man einfach Passwörter ausspähen, was mich jetzt so, naja, interessiert, aber das Windows-Update kann ich nicht umgehen, ja? Windows-Updates brauche ich. Und die möchte ich ehrlich gesagt auch nicht ausschalten und dann verliere ich halt 30% meiner CPU-Leistung. Hätte ich gleich das Ding hier für 92 Euro gekauft, hätte ich die CPU-Leistung, wie sie ist, und das Ding wäre sicher. Ja, das heißt, ich bräuchte nicht auf ein Betriebssystem-Update zu warten, sondern es wäre einfach sicher. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin schockiert. Eigentlich hatte ich erwartet, dass die News ein bisschen mehr einschlägt. Was sagt ihr dazu? Habt ihr auch einen Intel in eurem Rechner? Werdet ihr den jetzt rausschmeißen? Werdet ihr den neuen Intel kaufen, der dann sicher ist, eventuell sogar, was ich für absoluten Blödsinn halte? Ich unterstütze ja nicht eine Firma, die 10 Jahre lang unsichere CPUs herstellt und jetzt einfach mal die Leistung drosselt, damit die wieder sicher werden. Aber das kann natürlich jeder machen, wie er will. Jetzt gucken wir mal hier noch. Ah, habe ich jetzt gar nicht offen. Wir wollen ja auch den Vorher-Nachher-Vergleich machen.
Ja, du klingelst mal schön. Maria ist übrigens gerade abgestürzt. Ich habe die Aufnahmekarte falsch rum in den USB-Steckplatz gesteckt. Da hat es sich einfach ausgeklärt. Im Hintergrund seht ihr übrigens Destiny 2 Videos. Ja, ich habe schon am PC gezockt. Da kommt auch in Zukunft was. Bin allerdings nicht so begeistert von dem Spiel, deswegen habe ich da noch nicht so wahnsinnig viel zu gemacht. Nexus hat das ganz gut in seinem Stream letztens zusammengefasst. Destiny 2 ist die Weichspieler-Version von Destiny. Schönen Gruß an Nexus hier. An dieser Stelle mal. So, ich habe einen 4790K CPU mit 4 GHz. Jetzt benchen wir den mal. Und dann schauen wir nächste Woche einfach mal, was das Benchmark sagt. Mit selben Settings, selben Chrome offen und Aufnahme-Dings. Das muss man natürlich berechnen, dass das ein bisschen Leistung zieht. Wir machen einfach dasselbe wieder so auf, wie es jetzt ist. CPU Z, Evermedia, Control Center mit laufender Aufnahme in Full HD. Und dann schauen wir mal, nächste Woche am 10. Januar soll das Windows-Update kommen. Das ist genau in einer Woche. Ich nehme das Video am 3.1. auf. Und dann schauen wir uns das einfach nochmal an. So, jetzt haben wir 454,4 und 2191,8, falls ihr es nicht lesen könnt, wenn das Video zu klein ist bei euch. Ja, das merken wir uns mal. Und nächste Woche schauen wir nochmal aufs 5, 10, 15, 20 oder wirklich diese krassen 30% weniger Leistung sind. Mit 5% könnte ich echt leben. 30% finde ich ein Hammer. Ja? 30% ist echt. Da legst du einen Haufen Geld auf den Tisch für einen CPU, der 30% schneller ist, nur dass sie dir dann 3 Jahre später einfach ein Update installieren, dass er wieder 30% langsamer ist. Erinnert mich ein bisschen an den VW-Skandal. Vielleicht kann Europa auch mal Intel jetzt verklagen, dass wir auch mal 20 Milliarden Schadensersatzzahlung kriegen. Weil irgendwie so geht's ja nicht, oder? Also, ich meine, life's not fair. Genau, Destiny 2 Video mache ich noch, kommt noch. Ich muss das noch zusammencutten, dann erzähle ich euch mal auch mal, warum ich das Spiel, naja, finde. Und was ich in Zukunft so geplant habe, dann, ja, schauen wir einfach mal. Übrigens noch was in eigener Sache. Ich habe hier neuen Shit. Die Tastatur geht nicht mehr. Geil. Okay. Dann kann ich euch genau nichts zeigen. Wenn meine Tastatur nicht geht, kann ich nichts machen. Mann, was ist das für ein Blödsinn? Ich schneide es einfach ein. So machen wir es. So, da sind wir wieder. Jetzt aber mit funktionierender Tastatur. Wenn ich die Aufnahmekarte starte, funktioniert meine Tastatur komischerweise nicht mehr. Aber naja. Ich habe ein bisschen an der Webseite rumgeschraubt die letzten Tage. Weihnachtsurlaub macht es möglich. Ja, keine Videos gemacht, Webseite rumgeschraubt. War Blödsinn, weiß ich. Aber ich hatte mal Lust, da ein bisschen was zu optimieren. Ihr seht die Hammer von Sol. Ja, ist immer noch mega aktuell. Das ist der Artikel, den ich mal dazu geschrieben habe. Mit ist eigentlich nicht so gut. Aber wir haben hier jetzt ein Rating-Plugin. Da würde es mich freuen, wenn ihr mal die Artikel, die euch gefallen oder nicht gefallen, entsprechend bewerten würdet. Außerdem haben wir noch am Page-Speed gedreht und haben auch Breadcrumbs, also Brotkrumen, hier oben hinzugefügt und mal die Bilder ein bisschen optimiert. Page-Speed war vorher nicht so gut, jetzt bin ich schon wieder verdrückt. Page-Speed Insights bei Google zeigt euch an, wie schnell eure Webseite ist. Es ist nicht 100% akkurat und es deckt nicht alles ab, aber es ist ein sehr guter Indikator dafür, wie schnell die Seite tatsächlich ist. Vorher hatte ich 53,66, also mobil und Desktop. Und jetzt sind wir bei 98 von 100 auf mobil und 99 von 100 auf Desktop. Das Ganze läuft in Typo 3 V8, das habe ich geupgradet von 7,6 LTS auf 8,7.9 LTS. Und das Einzige, was ich jetzt noch markiert, sind 0,27 Sekunden Wartezeit auf dem Server. Dafür kann ich nichts, der Server ist halt Schrott. Ich gebe da nicht ganz so viel Geld für aus und ich denke mal, Typo 3 tut da sein Übriges, dass es ein bisschen lange lädt. Aber gefundene Optimierung, ihr seht schon hier alles an, was geht. Ja? Alles gecached, reduziert, minified, gechesippt, buff the fold korrigiert, CSS ist sowieso sehr, sehr gering bei meiner Seite. Ich habe kein Bootstrap-Framework, wenn das jemand was sagt. Alles schön selber gebaut und es ist extrem wenig dadurch. Das mal dazu, würde mich freuen, wenn ihr da mal wieder vorbeischaut. Ich schreibe auch noch einen Artikel zu Destiny 2 wahrscheinlich und einen Artikel zu diesem CPU-Desaster und poste das dann mal bei Facebook. Destiny 2 Video mache ich noch, bevor der Weihnachtsurlaub rum ist. Und nein, der ist nicht erst Weihnachten 2018 rum, sondern nächste Woche Montag. Ja, da cutte ich euch noch was zusammen, erzähle ein bisschen was dazu zu dem Spiel und dann sehen wir uns. Definitiv kommen dieses Jahr wieder ein paar mehr Videos, nicht so wie Ende letzten Jahres. Vielen Dank, dass ihr noch dabei seid.
Vielen Dank fürs Schauen dieses Videos. Ein wunderschönes Jahr 2018. Viel Erfolg beruflich und privat. Alles Gute, euer Lightning Soul. Bis dahin. Ciao, ciao. Und tschüss, Sikorsky.